In diesem Videoclip sehen Sie, wie man die Fidor Smart Karte aktiviert und wie man die ersten Einstellungen inklusive PIN vornimmt. Hier klicken Sie jetzt in die Kartenverwaltung rein. So, und hier muss ich dann erstmal nochmal scrollen. Ja, und dann auf Karte aktivieren klicken. Und jetzt nehmen Sie Ihre Karte und drehen Sie um. Auf der Rückseite befindet sich der CVC2-Code. Das sind diese drei Zahlen, die neben dem Unterschriftsfeld stehen. Die werden hier eingegeben. Und dann auf Aktivieren klicken. Jetzt bekommen Sie eine SMS. Darin ist die MTAN, eine sechsstellige Zahl enthalten, auf Ihr Telefon, auf Ihr Handy oder Smartphone. Und diese wird dann in dieses Feld hier eingegeben. Und dann klicken Sie natürlich auf Bestätigen. Und ja, das war's. Die Karte ist jetzt bestätigt. Sie ist aktiviert. Sie können sie nutzen. Hier könnte man sie nochmal deaktivieren. Hier in dieses Feld gehen Sie, um den PIN aufzurufen, weil wenn Sie jetzt mit der Karte bezahlen möchten oder Bargeld abheben, benötigen Sie ja noch die Geheimzahl, die PIN. Und ja, um die zu bekommen, auch wieder diese Sicherheitsabfrage. Sie bekommen in dem Moment eine MTAN, eine SMS auf Ihr Smartphone, auf Ihr Handy. Und diese wird dann hier wieder eingegeben. Und jetzt wird die PIN angezeigt in diesem kleinen Bereich. Ich habe es hier natürlich überdeckt, damit Sie nicht meine PIN sehen. Das können Sie immer machen, wenn Sie vergessen haben, dass Sie sich selbstständig ins Online-Banking einloggen. Sie bekommen von der Fidor Bank keinen Brief mit der PIN zugeschickt. Am besten Sie merken sich die oder schreiben sich die an einem ganz sicheren Ort auf. Auf keinen Fall auf die Karte oder in die Nähe der Karte. Hier im Reiter Limits, wenn Sie da reinklicken, sehen Sie die aktuellen Limits und die können Sie natürlich individuell anpassen. Entweder mehr, wenn Sie mehr brauchen, oder weniger, um mehr Sicherheit zu haben. Hier bei Alerts können Sie einstellen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn Kartenumsätze stattfinden. Und hier in dem Bereich Sperren können Sie selbstständig die Karte sperren, wenn sie verloren gegangen ist oder gestohlen wurde. Das war's soweit. Mehr über die Smartcard der Fidor Bank, mehr über die Fidor Bank natürlich auf unserem Spezialportal www.deutscheskonto.org und org schreibt sich ORG.